Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Barracuda. Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ich habe jetzt erstmal vor, die Bäume hier abzubauen und in die Farmwelt zu gehen und ein bisschen Ressourcen zu sammeln, damit ich in den nächsten Folgen das Haus fertig bauen kann. Aua. Eine Spitzhacke habe ich ja noch. So, eine Werkbank habe ich auch im Inventar. Das Schild brauche ich ja jetzt wohl nicht. Ja, ich crafte mir mal einen Ofen, wenn ich Stein hätte. Und ich habe keinen Stein. Das heißt, auf in die Farm. Oh, ich habe Stein. So, eine Werkbank. Fertig. Werkbank. Jetzt bringe ich alles durcheinander. Ein Ofen. So. Fleisch rein, Holz rein. Dann habe ich gleich was zu essen. So. Ja, dann geht's auch schon in die Farmwelt. Ach, hier ist auch schon ein fertiges Haus. Was ist da denn schon entstanden hier? Ich bin mal wieder der, dessen Haus irgendwie, ja, nicht fertig wird. Dr. Jones. Sehr interessant, jetzt haben wir hier auch noch einen Arzt. Trotzdem kommt mir der Name bekannt vor. Genauso wie der hier. Das habe ich auch schon letztens gesagt. Lass mir diesen Namen bekannt vorkommen. So, Farmwelt. Hier hat schon mal jemand einen Minenschacht gebaut. So, dann würde ich hier einfach weiterbauen. Auch nicht, mach mir gleich ein paar Fackeln. Es hat ja keinen Sinn. Ich sehe am Ende wieder eh nichts. Oh, ist das Eisen? Müsste doch Eisen sein. Ja, Eisen. Was war das? So. Ich mache das hier ein bisschen zu. Ich weiß, hier geht's aber zurück. Aber ich möchte nicht dann von Mob angegriffen werden. Auf meinem Rückweg. Ruhegewitter. Und meine Spitzhacke ist kaputt. Holzspitzhacke dauert viel zu lang. Also. Am Holz. So. Eigentlich hatte ich jetzt auch noch vor, wenn ich zwei Stacks Stein voll habe, da ist Lava, da gehe ich mal nicht lang, nochmal nach oben zu gehen und dort nach Bäumen zu suchen, also suchen, nicht wirklich suchen, noch ein bisschen Bäume abzufarmen, denn ich möchte jetzt mit dem Haus mal richtig anfangen. Ich hatte ja noch nicht mal einen richtigen Grundriss. Aber jetzt beim Gewitter würde ich ungern Bäume hacken. Ich gehe jetzt mal mit dem Stein, den ich schon habe, nach Hause und hoffe, dass ich jetzt nicht von einem Blitz erwischt werde. So. Aua. Ach, hier ist auch schon was entstanden. Hier sind Menschen. Hallo. Wie geht es Ihnen? Niemand antwortet. Kann man jemand antworten? Naja, ich dachte eigentlich, ich bekomme... Wie unhöflich sind die denn? Die antworten nicht. Warum antwortet niemand? Und warum passiert mir das schon wieder?
So, zurück zu meinem Haus. Das geht hier doch lang, oder? Wo fange ich jetzt an? So, hier erstmal ein paar Beeren und ich glaube, schlagen die sich da hinten schon wieder? Nee, da bauen die eine Brücke. Ich sollte vielleicht ein bisschen mein Grundstück besser markieren. Ich wollte nämlich auf die andere Seite rüberbauen. Das ist ganz wichtig. Also, da mache ich jetzt hier mal schnell ein paar Schilder. Die ein bisschen weiter hier nach hinten gehen. Ach, andersrum sollte ich das vielleicht platzieren. Ich möchte quasi bis zum Wasser hier dann in dem Bereich auch bauen. Ich möchte hier quasi ein kleines Hütchen bauen und da halt mein Laden. Also Laden, Schrägstrich Detektivbüro, denn ich habe vor, hier auf der Insel, ich glaube, sie heißt Barracuda, wenn ich korrekt informiert bin, wirklich mich dann darauf zu konzentrieren, Detektivsachen zu machen. Vielleicht komme ich ja dann auch dem Ziel meiner Mission etwas näher, da herauszufinden, wer dieser komische Typ ist. Ja. Was würde ich schreiben, Chris Crafter? Ja, und hier vorne. Einmal hier ran. Und hier am besten auch einmal ran. So passt. Wie ich das Ganze bauen will, überlege ich mir dann später noch genau. Aber ich habe jetzt schon grobe Ideen. Ich habe wirklich das Gefühl, die da hinten bekriegen sich. Was ist denn das für ein Schild hier? Was steht denn hier? Chris Crafter, ja. Und die Schilder, was bedeuten die? Baugebiet, Achtung. Baugebiet, Achtung. Die wollen jetzt eine Brücke hier drüber bauen. Das hatte ich auch hier bei meinem Teil ein bisschen vor. Nun gut, dann fange ich jetzt mal an mit dem Grundriss. Also richtig mit dem Grundriss. Ach, direkt verbaut. Fängt ja gut an. Neun. Ich hätte es nicht gerade bauen dürfen. Oder doch? Jetzt muss ich nachdenken. Och nee. Ach egal. Ich mache sicherlich alles falsch. Ich brauche eine Schaufel. So. So. Und jetzt hier einmal lang, da müsste das passen. Ja, ganz schick wird das hoffentlich. Aua. Den Baum nehme ich mal an mich. Okay, dann muss ich hier jetzt wieder alles füllen. Nein, schon wieder verbaut. Vielleicht wollte ich auch beim ersten, beim nächsten Mal, beim ersten Mal. Nächstens gucke ich dann vielleicht mal mich ein bisschen um. In der Nachbarschaft. Was hier so los ist, okay, das ist ja keine richtige Nachbarschaft, aber ich meine dann halt so ein bisschen mal die Insel erkunden und sich dann aufregen, warum habe ich nicht dort gebaut?
Also eigentlich der Klassiker. Und ich habe noch genau 8. Wow. Jetzt müsste ich wieder in die Farmwelt. Okay, dann gucke ich mich jetzt nochmal um. Denn ich habe keine Lust, jetzt nochmal in die Farmwelt zu gehen. So. Dann mal sehen, was die Nachbarschaft zu bieten hat. Ich werde jetzt nicht die ganze Insel erkunden, aber ein bisschen werde ich mir mal einen Überblick verschaffen können. Also hier war ja, keine Ahnung, ein Arzt. Da hinten sind ein paar Gebäude. Interessiert mich jetzt aber nicht großartig. So, dann gucke ich mal. Da oben ist der Licht, ne? Bei dem Berg hier. Hier, wo ich ja dann baue, beim Wasser. Beim Wasserfall hier, ob der irgendwas vielleicht ins Wasser tut, damit ich mir doppelt überlege, ob ich, ja, vielleicht mal dort in diesem kleinen Fluss bade oder so. Wer weiß, Chemikalien, was auch immer. So. Und was ist hier oben? Wessen Grundstück ist das? Von niemanden. Keine Schilder. Och, Karotten. Ich würde mich jetzt so gern bedienen. Hier ist ein Schild, okay. Dieser Bereich, Beethoven. Bevers. Ah ja. Da hinten ist ein Gebäude. Und hier sind ganz viele Büsche. So. Hier ist auch schon ein fertiges Haus und es sieht extrem modern aus. Jack und Jeff. Das ist ein Briefkasten, ist klar. Hier bei der Melone kann ich mich doch bedienen, die wächst doch nach. Ach, Melonen wachsen nach, ich bediene mich. Ist niemandem aufgefallen. Hier kann ich mich in den Tod stürzen. Ja, und da hat jemand was gebaut, was auch grob meine Idee wäre tatsächlich. Ja, ein bisschen in diesem moderneren Style aus dem Berg rausbauen. Nämlich da unten, wo ich diesen Mini-Wasserfall hätte. Von dem Fluss von mir aus, da würde ich theoretisch dann so einen kleinen Rausgucker, heißt er so, bauen und dann halt angeschlossen an einen Keller. Hier sind einfach die modernen Sachen. Also ich habe ja eigentlich vor, altmodisch zu bauen, ganz klassisch. Ja, hier sind die total modernen Sachen. Da ist ein Mensch. Ich muss aufpassen. Ich muss hier nach unten, ohne dass er mich bemerkt. So. Briefkasten von Max Britannia. Ist interessant. Ja, ich bin auf ihrem Grundstück. Geht das was an? Nein. Dreht mich die ganze Zeit um, das ist total verdächtig. Der muss auch denken, was habe ich da oben für einen Drogendeal abgeschlossen? Bei diesem modernen Haus, bei diesen wahrscheinlich reichen Leuten. Obwohl dann wäre ich sicherlich etwas besser gekleidet, wenn ich so einen krassen Deal abgeschlossen habe mit dieser Melone hier. Ne? Wir wissen ja, Melonen sind bewusstseinserweiternd. Und dann geht's hier generell noch weiter. Hallo. Ach, heutzutage. Die Menschen stellen sich nicht mehr vor. Grausam. Grausam. Ich habe keine Melonen mehr. Hier war der Doktor, korrekt, schätze ich mal. Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe eine Tür gehört.
So, nach oben. Ja. Vielleicht baue ich dann jetzt schon mal so eine kleine Brücke rüber. So eine provisorische. So eine ganz provisorische. Aus welchem Holz? Eichenholz. Eindeutig Eichenholz. Die Bretterversion von Eichenholz ist besser und als Stamm nehme ich das hier. So. Perfekt. Also, wie baue ich das denn jetzt? Wie baut man eine Brücke? Ach, die Bären nerven mich gerade. Eigentlich will ich genau hier die Brücke ungefähr bauen. So, machen wir das so. Schräg. So wie die Brücke quasi. Bloß, dass ich zuerst hier war. Aua. Ich hoffe, ich baue das richtig. Ich bin so schlecht im Bauen von solchen eigenartigen Sachen. Glaube ich. Vermute ich. Aua. Also. Ist eindeutig zu breit. Hier, der kommt weg. Und der kommt weg. Dann kommt... ich bin überfordert. Theoretisch gerade rüber wäre es hier. So. Ach, falsch. Ich mache alles falsch. So, hier wäre die Mitte. Okay. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Vielleicht sollte ich mir ein Tutorial ansehen, wie man eine Brücke baut. Aber als provisorische Brücke kriege ich das hin. Wie habe ich es auf der Seite gemacht? Ein hoch. Okay. So. Und dann, ganz simpel. Dann einfach jetzt hier nochmal. Und dann müsste das doch klappen. So, das ist die legendäre Brücke und ich sterbe. Ich bin da drin fast gestorben. Ist das jetzt wirklich mein Ernst? Anscheinend ja. Also, Stufen. Habe ich da einen Fehler gemacht? Klappt das so? Nein, 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 nein. Ich habe einiges hier falsch gemacht. Also. Reparieren, reparieren. Der muss weg. Der muss dahin. Und der muss dahin. Der muss dahin und... Das Ganze mal nochmal etwas flacher. Von hier aus. So. Jetzt. Funktioniert das hoffentlich alles richtig. Nehmen als erstes das hier, dann da einmal spicken. So, das ist das Heftigste, das ich je gebaut habe. Muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Provisorisch, ach, das kann man nicht mal provisorisch ertragen. Muss ich auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Mit Zäunen. Aua. Ich sterbe noch. Ich sehe es doch kommen. Ich sterbe in meinem eigenen Garten. Klappt es so? Nein. Ich sollte dann vielleicht mal versuchen, eine gerade Brücke zu bauen. Ich baue das ganze Ding nochmal ab.
Es geht einfach nicht. Eine gerade Brücke, da kann ich doch viel weniger sagen. Als hier. Oder? Ach, dann versuche ich wahrscheinlich beim nächsten Mal eine bessere Brücke zu bauen und das Haus weiterzubauen. Von allem wahrscheinlich das Haus weiterzubauen. Das ist das Wichtigere. Ja, und dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Chris Crafter.